Guten Morgen. Die 10 Gebote des gesunden Menschenverstandes. Unser gesamtes Leben besteht aus Entscheidungen. Und umso klüger diese Entscheidungen getroffen werden, umso besser ist das für unser Leben. Wir alle können Entscheidungen treffen aufgrund unseres Denkens, denn wir alle können denken. Aber wir alle können auch laufen und wir alle können auch Klavier spielen. Aber es gibt Menschen, die können ganz schön schnell laufen, wie Ben Johnson damals oder der Herr Bolt. Und es gibt Menschen, die können halt auch besser Klavier spielen. Und es gibt Menschen, die können halt etwas besser denken und entsprechend führen sie auch ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnitteneres, adäquateres Leben, weil sie halt bessere Entscheidungen treffen, klügere Entscheidungen. Und das basiert halt immer auch auf dem Denken. Und entsprechend macht es für alle Menschen Sinn, mal zu schauen, was die 10 Gebote eines gesunden Menschenverstandes sind. Und entsprechend auch seine Fähigkeiten dann auszubauen. Die Frage ist natürlich, kann dieses Buch diesem Anspruch gerecht werden? Ich selber halte mich für jemand, der bereits sehr kritisch mit sich umgeht, auch mit seinem Denken. Ich habe das schon oft thematisiert in meinen Videos. Ich halte mich für jemanden, der in logischen Argumentationen auch den roten Faden beibehält, der auch bereit ist, seine Wahrheit neu zu formulieren, seine Wahrheit in Frage zu stellen und der generell im Diskurs ein durchaus angenehmer Gesprächspartner ist. Und das Buch beginnt erstmal vielleicht mit dem Formalien. Das Buch beginnt mit einer Einleitung, wo bereits alle 10 Gebote bereits enthalten sind. Das heißt, man liest die ersten 2, 3 Seiten und hat dann eigentlich schon, sagen wir, das Grund-Know-how oder beziehungsweise den Grundinhalt kredenzt bekommen. Das finde ich als Leser sehr, sehr angenehm, weil häufig kommt man dann in so ein hetzendes Lesen, weil man ja unbedingt das dritte und das vierte Gebot wissen möchte. Und so weiß man direkt am Anfang die 10 Gebote oder die 10 Tipps, wie man das auch immer nennen möchte, und kann dann beruhigt sich in der Tiefe, ja, in der Tiefe weilen der Themen und wirklich sehr ruhig lesen. Das finde ich sehr, sehr angenehm, dass man sozusagen da nicht von Thema zu Thema gehangelt wird, sondern erstmal eine Grundzusammenfassung bekommt und ja, dann einfach die Themen in Ruhe abarbeiten kann. Das gesamte Buch umfasst 350 Seiten und formal sehr interessant und sehr angenehm ist, dass die Literatur oder die Verweise, die natürlich genannt werden, wenn irgendwelche Fremderkenntnisse oder irgendwelche Zusammenhänge, die sich nicht aus der Logik erschließen, sondern wo man fragt, ja, wo hat er denn das Wissen her? Das hat er direkt als Fußnote auf die Seite unten geschrieben. Das war früher eigentlich ziemlich Standard, aber mittlerweile hat man dann jetzt einfach nur ein Literaturverzeichnis ganz hinten, manche auch hinter das Kapitel einfach nur, und dann muss man halt die Seiten blättern und schauen. Und wenn das direkt in der Fußnote ist, auf derselben Seite, kann man direkt oder schaut man viel häufiger nach, woher kommt das denn? Und das finde ich sehr gut. Und es ist die von mir präferierte Literaturangabe. Das kann natürlich jeder für sich selber beurteilen. Sehr angenehm ist auch, es ist ein ausführliches Sachverzeichnis, wenn man irgendein Thema hat, was man in Verbindung mit diesem generellen Buchthema Menschenverstand bringt, kann man schauen ins Sachverzeichnis und schaut ein Thema an, also schaut auf ein Wort und guckt, ob das irgendwie behandelt ist. Und das ist sehr, sehr ausführlich, das Sachverzeichnis. Und ist auch von mir 2, 3 Mal genutzt worden, um zu sehen, ob in dem Buch das oder das explizit vorkommt, bevor ich dann das Buch halt eben komplett gelesen habe. Das Lesen des Buches ist wunderbar in einem halben Tag erledigt. Es liest sich sehr, sehr einfach. Die Sprache ist sehr, sehr einfach. Also wirklich sehr einfach. Obwohl das Buch eigentlich durchaus einen hohen Anspruch hat und auch von einem Akademiker geschrieben wurde. Aber er hat halt auch den Anspruch, dass jeder die 10 Gebote des Menschenverstandes auch nutzen sollte. Und er verweist auch auf Studien,
wo gezeigt wird, dass intelligente Menschen genauso in diese Fallen tappen wie Menschen, die nicht so hohen Intellekt haben. Und dass ein gesunder Menschenverstand nicht unbedingt mit Intelligenz, ja, kausal zusammenhängt. Das heißt, es gibt einfache Regeln, die 10, die er genannt hat, die man einfach nur anwenden muss. Und das ist nicht, da braucht man keinen hohen Intellekt dafür. Und ja, entsprechend hat er ja einfache Sprache benutzt, Fachbegriffe sofort erklärt und ja, war im Endeffekt, man hat alles aus dem Repertoire für ein einfaches Lesen hat er da bedient, also bildhafte Vergleiche, Beispiele, alles sowas. Es lässt sich einwandfrei lesen und man möchte auch weiterlesen und man bekommt so viel auch augenöffnende Effekte mit, dass ja, es einfach ja, eine Wonne ist. Da gibt es zum Beispiel das geht um die sprachliche Logik. Da gibt es das Beispiel mit der Katze. Man kann sagen, eine Katze hat einen Schwanz mehr als keine Katze. Alles klar. Eine Katze hat einen Schwanz mehr als keine Katze. So, und dann gibt es natürlich auch die Aussage, der man dann auch zustimmt, keine Katze hat fünf Schwänze. Aber wenn eine Katze einen Schwanz mehr hat als keine Katze und keine Katze fünf Schwänze hat, dann hat eine Katze sechs Schwänze. Und solche Sachen werden dann halt, ja, was die sprachliche Logik angeht, ja, vorgestellt. Und dann erkennt man manchmal, wie manche Menschen auf irgendwelche abstrusen Theorien kommen und sie sich diese dann ja mit Argumenten belegen, die einfach Fehler in der sprachlichen Logik haben. Aufgrund zum Beispiel der Mehrdeutigkeit von Begriffen. Und das ist extrem, extrem interessant. Man bekommt in dem Buch auch wunderbar Instrumente an die Hand, wo man ganz klar erkennen kann beim Gegenüber, was ist jetzt eine Annahme, was sind Begründungen und was ist ein daraus abgeleiteter Standpunkt. Weil kaum einer formuliert das so, wenn man miteinander redet, das ist meine Annahme, das ist sozusagen die Herleitung und das ist dann mein Standpunkt. Und das geht wunderbar in einen selbst über, diese Klassifizierung. Das war bei mir allerdings schon vorher. Ich hatte das ein bisschen anders genannt. Für mich war das halt, wenn jemand sozusagen Glauben hat, es ist erstmal eine These, die halt bewiesen werden muss. Und bei mir kam das erst durch Statistik, so diese Überlegung, die ich hatte. Aber er nutzt halt andere Begriffe. Und genauso wie ich das halt von jeher immer ja auch relativ locker sehen kann, so eine Diskussion, weil ich erstmal jeden Standpunkt des Gegenübers als These sehe, wo ich dann erwarte, dass er diese unterlegt und ja, wir darüber dann auch diskutieren können. So zeigt der Autor wunderbar auch demjenigen, der das noch nicht so intus hat, ja, wie man das in seinen Alltag integrieren kann. Und das Buch ist halt das Schöne, es geht ja nicht um irgendein spezielles Thema, sondern es geht um die Art und Weise zu denken. Und es ist sehr schwer mit jemandem zu diskutieren, der nicht denken kann, sondern der nur eine Wahrheit kennt, ein Dogma. Ne? Zum Beispiel, alle Fleischesser sind Mörder. Oder alle Veganer sind Fanatiker. Oder alle Deutschen sind Nazis. Und alle Afrikaner sind wilde Neger, die sich den Kopf einschlagen. Oder sowas. Ne? Also, da ist es immer sehr, sehr schwer. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann kann man, genau wie ich, das auch schon ja, von jeher konnte, aufgrund damals, ich hatte halt auch während meines Studiums fakultative Logik belegt und halt Diskussionsführung. Und in dem Buch, da findet sich sehr viel wieder, da kann man dann in Diskussionen auch ruhig bleiben. So, und wenn man dann erkennt, was der andere nutzt, da gibt es zum Beispiel so Sachen wie ein definitorischer Fallschirm. Oder also das wäre jetzt zum Beispiel, jemand sagt, alle Ausländer sind faul. So. Und dann kommt jemand und sagt ihm, ja, aber schauen wir uns in der Straße, der Emre, der arbeitet, der Bäcker, der arbeitet von 6 bis 20 Uhr
siehst du dann halt immer in der Backstube und dann verkauft er noch seine Brötchen alleine und so weiter. Und da ist er gar nicht faul. Und dann kommt dann so, ja, aber ich meine nicht die Art von Ausländer, ich meine die anderen Ausländer oder so. Das nennt man dann eben einen definitorischen Fallschirm. Man sagt etwas, man wird widerlegt und dann fängt man an den Definitionen herumzudoktern, damit es da wieder passt. Und wenn man dann sowas mitbekommt am Diskussionspartner, dann ja, kann man ja, einfach lächeln und wenn der Diskussionspartner wirklich nicht ein großes Interesse hat, oder überhaupt ein Interesse hat, die Wahrheit zu finden bzw. wirklich zu diskutieren, dann kann man es auch einfach sein lassen. Und auch das finde ich sehr gut, dass der Autor da sagt, es gibt Menschen, da lohnt sich nicht zu diskutieren. Ja? Das sind Menschen, die wollen nicht denken. Und das ist eine Lektion, die ich selber auch gelernt habe. Und insbesondere jetzt auch auf dem YouTube-Kanal hier. Ja? Also gerade Anfang des Jahres, da war ja auch so ein Schwung von Menschen, die mit engen Vorstellungen und mit Glaubenssätzen hier auf meinen Kanal kamen, wo ich am Anfang versucht habe zu diskutieren. Ich habe mit einigen per Mail dann diskutiert und versucht, ja, thematisch irgendwie aufeinander zu prallen. Ja, und dann kam dann eben sowas wie ein definitorischer Fallschirm oder ja, komm, hör auf, du lügst doch oder irgendwie alle diese Dinge, die einen gesunden Menschenverstand eben nicht ausmachen, wenn man ineinander mit dem Diskurs geht, sondern die halt dann einfach ja eine Untermauerung der eigenen Dogmen und der eigenen Glaubensvorstellung sind und sich dann in ihrer Komfortzone weilen. Und da ist es tatsächlich so, das macht der Autor auch, das sagt dann einfach, du musst dann abbrechen. Keine Zeit und Energie darauf verschwenden, mit solchen Menschen zu reden. Das ist auch eine Form des gesunden Menschenverstandes, zu wissen, wann man nicht mehr diskutieren muss, wann man einfach geht. Und auch wenn derjenige oder diejenige dann hinterher brüllt, ja, ich wusste doch, dass du der Diskussion aus dem Weg gehst, weil genau das ist auch wieder so eine Sache, ja, ein Instrumentarium quasi, um sich selber zu erheben. Und da muss man einfach eine gewisse Souveränität dann an den Tag legen und erlernen. Und wenn man natürlich das Wissen hat, über die Instrumentarien, um jemanden herabzuwürdigen oder um seine eigene Komfortzone zu festigen und man erkennt das an dem anderen, dann kann man voller Mitgefühl lächeln und sagen, okay, du hast jetzt das und das benutzt und also man muss das natürlich nicht sagen, weil das ist dann wieder eine Form von eigener Aufwertung und das führt dann auch wieder nur zur Aggression, sondern man lässt den anderen einfach reden und oder schreiben und ja, alles gut, ne? Brauchen wir nicht zu diskutieren. Und das macht der Autor auch hier wunderbar. Er zeigt aber nicht nur sprachliche Logiken auch auf, sondern auch generelle Logiken. Er spricht über Korrelation, Kausalität. Es gibt das bekannte Beispiel, dass die jährlichen Filmauftritte von Nicolas Cage exakt korrelieren mit der Anzahl der in Amerika durch einen Swimmingpool-Unfall verstorbenen Menschen steht. Also es korreliert. Umso mehr Filme es gibt, wo Nicolas Cage auftritt, umso mehr Tote gibt es beim Swimmingpool. Und ja, wenn man dann nur diese Daten sieht, dann könnte man denken, oh, das ist ein Zusammenhang. Ne? Das ist wie viele Verschwörungstheoretiker ja viele Zusammenhänge finden können. Ne? Es gibt immer irgendwie Zusammenhänge, die man finden kann. Aber wenn da kein sachlicher Zusammenhang existiert, sondern einfach so, dann nennt man das Zufallskorrelation. Und solche Sachen werden da eben auch hier aufgedeckt. Und das ist einfach ein brillantes Buch, um sein Denken zu schulen. Und was ich richtig, richtig gut finde, ist der Preis. Das kostet 16,99 € für 350 Seiten, die wirklich ja, voller Input sind. Ganz klar strukturiert. Nach jedem Kapitel kommt auch eine Zusammenfassung. Ich muss sagen, das Buch ist wunderbar. Das Buch ist wirklich wunderbar. Wenn man was diskutieren oder wenn man was kritisieren möchte, dann könnte man sagen, ich habe ein paar Rechtschreibfehler gefunden. Also das ist kurios, ne? Dass so viele, also heutzutage werden sehr viele Bücher geschrieben und wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so stark lektoriert wie früher. Aber ein was weiß ich noch, habe ich mir gemerkt, auf Seite 120 ist ein Rechtschreibfehler, da wird Freunde statt Freude geschrieben. Und ja, das ist natürlich, ja. Das kann passieren alles, aber es ist ein bisschen komisch beim Lesen. Es ist man von Büchern von vor 30, 40 Jahren nicht gewohnt, dass da Rechtschreibfehler existieren. Aber nun gut, das stellt den Inhalt ja nicht in Frage.
Aber das nur mal als Anmerkung. Also von mir gibt es für das Buch volle 5 Sterne und eine absolute Empfehlung. Ich ja, war total begeistert beim Lesen und es hilft einfach im Leben kluge Entscheidungen zu treffen und in Diskussionen mit Menschen, die eine andere Denkweise haben, auch sich näher zu kommen und vielleicht, so denn der andere eben interessiert ist, siehe auch das Gegenbeispiel, was mit den Menschen, denen ich begegne, hin und wieder und nicht immer, dann kann man halt mit diesem Buch halt gemeinsam viel besseren Konsens finden und sich strukturierter unterhalten und eher zum Ziel kommen. Und dadurch hat man wieder Lebenszeit gewonnen und trifft halt eben auch klügere Entscheidungen, wenn man selber einfach rekapituliert und Entscheidungen trifft. Dann geht man wahrscheinlich nicht in die Mittagssonne und überprüft die These, können wir gerne Sonnenbrand erhalten. Ihr seht, auch ich habe durchaus Luft nach oben und ja, das habe ich auch durch das Buch wieder aufgezeigt bekommen. Es war eine Wonne und absolute 5 Sterne, brauche nicht zu reden. Kaufempfehlung und ja, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.